diesmal was gelaufen, hat schon zu Aachen Local. Wir haben den Gewinner unserer letzten Local hier. Wir wissen, was hast du gespielt? Ich bin JP Wossen und ich habe Adventure Dragon League gespielt. Dann zeigen wir an. Fangen wir an mit der besten Engine im Game gerade. Die Adventure Engine, 3 Chanters, ein Griffin, 3 Rides, ein Fateful, ein Draco Back und Foolish. Foolish in dem Deck ein bisschen mehr Utility, weil du auch Dragon Engine laufen kriegst damit. Wahrscheinlich schlechteste Engine im Deck sind die Rockets, 2 Tracer, ein Recharger, ein Synchron, ein Apps Router. Die sind alle nicht gut, der ist die einzig gute Karte. Und dann 3 Quick Launch, weil es die beste Karte ist. Dann die beste Engine wahrscheinlich sind die 3 Black Metal mit dem einen Metal, mit dem einen Darkness Metal. Wenn du die plus ein Rides öffnest, hast du Full Combo. Dann, das geht aber auch mit Chaos Space Engine, also 3 Space, Black und White. Die machen auch Full Combo zusammen mit der Rides Engine. Und dann spielt man Rose Dragons, ein Red Rose, ein Rocks und ein Basil. Die holst du immer mit Halki raus. In den anderen Decks, die spielen, normalt man die ja. Aber hier ist immer mit Halki Firebreaks für Full Combo zu gehen. Dann eine Snow und ein Destrudo. Destrudo macht jede schlechte Hand mit 2 Dragons zu Full Combo und Snow ist einfach ein Endboard-Piece. Und dann spielt man auch noch DPE, weil DPE ist broken. Und dann die beiden Field Spells, die halt so ein bisschen bricky sind, weil du suchst die halt eh in deiner Combo. Und dann 60 Kartendeck, also spiele ich einen Haufen Handtraps, 3 Ash, 3 Ogre, 3 Veiler, 3 Nibiru, 3 Gamma mit einem Driver und 3 Imper. Und da habe ich noch 3 Slots frei und da habe ich noch 3 Tactics gespielt. Wie viel sind das? 20? Das sind 21 Tech-Slots. Und Tech Driver, ja. Mit dem Driver noch. Nicht schlecht. Guck mal, von mit dem. Insgesamt bist du auf 60, oder? Ja, es sind 60 Karten. Dann fürs Extra-Deck haben wir 1 Striker-Dragon und 1 Pisti, so die beiden besten Link 1 im Game wahrscheinlich. Und dann kann man jedes gute Link 2 im Game spielen, also ein Seal, ein Romulus, Halki, Werte und Dark. Man geht in den meisten Games durch alle 5 durch, so. Dann für Link 3 Triple Burst, der ist für Full Combo zu machen, damit du einen Pfeil hast für Pisti. Und dann Unicorn und Access Code, um für Game zu gehen. Und Unicorn ist der einzige Out zu diesem Sword Soul Synchro, dieser, wie heißt der, Changing? Achso, ja. Sonst kriegt man den nicht geoutet. Und dann Synchros, der eine Shooting Riser, der sind Snow und wird in Stufe 3, da kann man den zu Pisti weglinken. Oder halt, wenn du auf Halki endest, kannst du ihn auch beschwören. Dann den macht man gar nicht mehr so häufig, weil man halt DPI spielt und man will die Teile nicht millen. Und dann Savage und Baron. Und dann halt DPI, um 15 Karten zu haben. Mhm. Du kannst aber theoretisch auch mit Chaos Ruler. Ist weg? Du kannst mit Chaos Ruler theoretisch auch. Wie heißt die? Water Enchantress? Water Enchantress. Ja, meistens Turn 3, wenn du die Materialien hast, machst du den. Mhm. Und wenn du Enchantress millst, dann hast du halt wahrscheinlich sowieso gewonnen. Und dann für Side-Deck 3x Lockbird für Mirror Match und Flander. Und dann 2 Lanzen auch für die beiden gleichen Matchups plus Phantom Knights und ein Token Collector gegen Sword Soul und die Tandy-Sachen. Sidest du Snow raus und sidest den rein und willst den. Und dann hast du halt einfach ein Floodgate im Grave, was fast unbeatable ist. Dann 3 Lightning Storm, ein Duster und ein Reboot. Auch einfach für Backrow-Matchups und auch für Flander die 3 Storm. Meistens, wenn du M-Pen und die Barrier Statue outest, hast du gewonnen gegen die. Mhm. Und dann der Rest ist, um First zu gehen, 3 Crossouts und ein Called by the Grave. Ich side meistens eine von jeder Handtrap raus und side die rein, damit ich going First einfach eine größere Abdeckung habe. Da habe ich insgesamt 13 Karten gegen Handtraps zu gewinnen. Okay. So. Das ist die Liste. Du hast jetzt immer die gleiche Liste gespielt, ne? Immer die gleiche, ja. Und warst du zufrieden? Auf jeden Fall. So, ich würde ein paar Sachen ändern. Ich weiß zum Beispiel bei den Rose Dragons nicht, ob ich sie gut finde. Da würde ich vielleicht einen Cypher, einen Levianir und einen Noctovision spielen. Aber ansonsten bin ich relativ zufrieden mit der Liste. Ja. Cypher, Levianir und Noctovision? Okay. Aber Cypher ist das Problem, dass du nicht... Ja, den kannst du halt nicht noch mehr. Also ein Cypher, das ist dann, wenn du MIP wirst, kannst du den mit Ziel beschwören, der holt dir die Baby Dragons, dann kannst du weiterspielen. Okay, okay. So. Und dann, wie waren deine Matchups? Du hast ja ganz viele Turniere gespielt. Oh, ich habe einige gespielt. Ich habe viel gegen Sorcerer gespielt, gegen Rose Dragon Tandy habe ich gespielt. Ich habe gegen Lifetunes gespielt.
Das war die Einlog, die ich gewonnen habe. Da habe ich Runde 1 Sword Soul, Runde 2 Sword Soul, dann Tenny Pile gegen Samu. Dann habe ich gegen Live Twins gespielt. Und nochmal gegen Wengling, gegen Christian. Okay. Ja, das war die ich gewonnen habe. Dann war es eigentlich schon bei Shoutouts? Nee, eigentlich nicht. Dann danke auf jeden Fall, Herr Jung schon mal und bis dann.